Während ihr Gabelschwänze gejagt und mit dem Megaskop rumgespielt habt, habe ich Uma untersucht. Mir ist etwas aufgefallen. In Momenten, wie sagt man, begrenzter Bewusstheit, verhält er sich anders. Wenn er einschläft, wacht er plötzlich für einen Moment auf. Dann bewegt er sich anders, hat einen anderen Blick. Aber nur für einen kurzen Moment. Also habe ich ihn in Trance versetzt, hypnotisiert. Zuerst ohne Wirkung. Aber als er richtig weg war, habe ich was gehört. Ein Seufzen oder Stöhnen. Jedenfalls nicht Umas Stimme. Schön und gut. Aber wie soll uns das helfen? Sei still. Danke, Wesemir. Und es tut mir leid, was ich gesagt habe. Haben die Jungs dir erzählt, was wir vorhaben? Ja, und es gefällt mir nicht. Aber ich muss dir wohl vertrauen. Und damit herzlich willkommen zurück zur Dienstagsfolge, Leute. Ich habe vorhin die Aufnahme abbrechen wollen von der Montagsfolge. Dann ist mir eingefallen, ich habe halt STRG 2 auf Aufnahme stoppen. Und dann hat er natürlich die zweite Option gesagt, weil ich 2 gedrückt habe. Da war ziemlich doof. Jetzt machen wir hier nochmal eine kurze Pause, weil ich mache mir kurze Pfeife. Und dann, also ich mache natürlich hier einen Schnitt rein. Und dann werden wir die Folge starten. Und auch dann werde ich jetzt die Uhr starten. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Ja. Und jetzt? Gut, und was jetzt? Wir können anfangen. Wir brauchen nur die Tränke zu brauen. Warum haben wir das nicht? Früher gemacht. Weil die vorbereitenden Elixiere für die Probe sehr reaktionsfreudig sind. Sie müssen sofort nach der Herstellung verabreicht werden. Zufrieden. Geralt, mach die Tränke. Hier sind die Rezepte. Eskel, nimm eine Flasche Alkohol. Oh nein. Nach letzter Nacht hab ich... Und desinfiziere die Werkzeuge. Na? Hopp, hopp. Sammle die erforderlichen Zutaten und stelle den Kräuterabsud her. Du weißt nicht, wer in Omas Körper gefangen ist. Wie bist du also auf diese Masse Rezept gekommen? Kräuterabsud. Was brauchen wir denn dafür? Ach so, die sind alle hier. Ja, nice. Das ist ja easy. So, Kräuterabsud. Hallo? Also... Wo ist er? Hab ich den jetzt nicht gesehen oder was? Wir sind doch hier bei Absuden. Hä? Okay. Ach, Quest wahrscheinlich. Ja, okay. Hier, ich hab schnell verabreichen. Zack, zack. Die sind sehr reaktionsfreudig, habe ich irgendwo gehört. Elixiere fertig. Werkzeuge auch. Gut. Wesemir? Bärenklau-Extrakt gegen die Schmerzen. Ich weiß, habe ich schon mal gemacht. Eskel, mach die Einschnitte an den Venen und setze die Röhrchen ein. Geralt, setze die Ampullen in die Spender ein. Oh, jetzt wird ernst, ey. Fertig. Öffne die Regler. Die Reihenfolge ist egal. Die Reihenfolge ist egal. Ja, mach. Hat die Bärenklau gewirkt? Wenn nicht, hätte er einen Schock bekommen, der ihn getötet hätte. Dann läuft alles nach Plan. Nein, aber es liegt alles im Rahmen. Jetzt das nächste Elixier. Oh, wir hatten nur die Option, dass das keine gute Idee ist. Aber... Ich stelle mich nicht über Yen oder Wesemir. Ich hatte gehofft, sowas nie wieder mit ansehen zu müssen. Warum hast du dann die Folterbank behalten? Geralt, das nächste Elixier. Ja, machen wir einfach. Weiß ich, ob das gut ist? Oh, easy. Kevin.
Und jetzt? Jetzt warten wir, dass die Elixiere ihre Wirkung entfalten. Könnte einen Tag dauern. Vielleicht länger. Ihr braucht nur zu warten, ja. Ich muss den Stabilisierungszauber aufrechterhalten. Umas Körper ist lange nicht so robust wie der eines jungen Hexeranwärters. Ohne den Zauber würde er... kotzen. Nice. Sexy. Eskel, es tut mir leid. Würdest dir was ausmachen? Lappen zu holen? Schon unterwegs. Kann nicht glauben, was wir hier machen. Ich auch nicht. Kotze aufwischen? Nein. Die Probe, wenn Ciri da drin steckt, könnte sie verkrüppelt werden. Wirr im Kopf oder gefühllos. Schon mal überlegt? Ja, Jen weiß, was sie tut, würde ich auch sagen, aber wir haben auch keine andere Wahl. Aber natürlich, wir haben nur keine andere Wahl. Jetzt nicht mehr, aber wir waren zuvor. Wir hätten... Warte. Meine Herren, sauberer wird der Boden nicht mehr. Und ich müsste bitte auch noch abgewischt werden. Nichts gegen dich, aber mir wäre lieber, dass es Geralt macht. Verstanden. Wäre mir auch lieber. Wesemir schläft auch nie, ne? Ist das normal? Ja, Umas Körper löst sich von innen auf. Wenn das geschehen ist, müssen wir ihn neu formen, sonst stirbt er. Ihr Hexer habt Mutagene. Wir müssen Zauber nutzen. Habe ich nicht viel von verstanden, aber hey, das wird schon. Jen, du döst ein. Nein, ich ruhe nur meine Augen aus. Ja, das nennt man schlafen. Dann unternimm was, um mich wach zu halten. Kneifen soll ziemlich effektiv sein. Später vielleicht. Rede lieber mit mir. Erzähl mir eine Geschichte. Okay. Kennst du die Geschichte, als ich mit Ciri beim Eislaufen war? Nein, nicht, dass ich mich erinnere. In dem Winter, als sie hier trainiert hat. Nach einigen Monaten beschwerte sie sich, dass ich ein strenger Lehrer sei. Hab das erst nicht ernst genommen. Dann bat sie mich, mit ihr Eislaufen zu gehen. Ich wollte nicht, denn ich war noch nie Eislaufen. Aber sie ließ nicht locker. Sobald wir auf dem Eis waren, fuhr sie im Kreis um mich herum und rief, nicht so, Fußarbeit, erst der eine, dann der andere. Kreuzen, nein, falsch. Brems mit der Ferse, nicht mit den Zehen. Ich brauche nicht zu erwähnen, dass ich von da an... Er ist wach. Die Zeit ist gekommen, um den Fluch zu brechen. Bereite das Phylakterium vor. Wie? Was muss ich machen? Ah, okay. Ey. Da hat sich doch was getan.
Ist das der Elfenzauberer? Ja, ne? Avalach. Du kennst ihn? Ja, ein Elf. Ein Elf. Ein Wissender. Wo ist Ciri? Lass ihn so erstmal aufwachen. Versteckt. Okay. Die Nebelinsel. Aber sie ist nicht sicher. Die wilde Jagd. Die Nebelinsel. Wo liegt sie? Überall. Und nirgends. Danke. Dazu, Wissender. Wir haben den Fluch nicht gebrochen, um Rätselraten mit dir zu spielen. Rwain. Arwain. Siraen. Ins Gellige. Folge ihm. In den Nebel. Beeile dich. Schnell. Okay. Ich wollte sie beschützen. Aber der Fluch. Die wilde Jagd hat die Insel nicht gefunden. Bisher. Nur eine Frage der Zeit. Doch wenn sie sie verlässt, werden sie sie finden. Sofort. Es reicht, Geralt. Er ist dem Tod noch nicht entronnen. Würde sie hier holen. Wird er es schaffen? Ich weiß es nicht. Nicht alles lief wie geplant. Ich habe den Fluch gebrochen, aber... Die Probe hat in seinem Körper gewütet. Wildzuckende Finger, Pupillen, die nicht auf Licht reagieren. Schon oft gesehen. Zu oft. Die Gifte haben sein Nervensystem dauerhaft beschädigt. Selbst wenn er überlebt. Versteht ihr? Ich werde Ciri suchen. Nicht so eilig. Denkst du nicht, dass du uns Antworten schuldest? Woher kennst du diesen Avalach? Was hat Ciri mit ihm zu tun? Das kann euch Yennefer erzählen. Behaltet ihn im Auge. Er ist kein Freund. Vielleicht nicht, aber Ciri scheint ihm vertraut zu haben. Wir sollten seine Worte zumindest ernst nehmen. Allerdings. Du hast gehört, was er gesagt hat. Verlässt Ciri die Nebelinsel, nimmt die wilde Jagd sofort ihre Spur auf. Was dann? Was schlägst du vor? Was schlägst du vor? Ciri kann nicht für immer fliehen. Eines Tages wird sie stolpern und sie wird keine zweite Chance bekommen. Es ist an der Zeit, dass die Gejagten zu Jägern werden. Geralt sucht Ciri und bringt sie her. Und die wilde Jagd wird ihnen folgen. Sie denken, dass sie uns überraschen. Aber wir werden sie enttäuschen. Wollen wir gegen sie kämpfen? Wir fünf? In einer verfallenen Burg? Haben wir eine andere Wahl? Außer das Unvermeidliche hinauszuzögern? Unser Hübscher hier könnte einige Leute zusammentrommeln, die mit dem Schwert umgehen können. Oder mit Magie. Wir werden Verbündete sammeln, ja. Gut. Ich hole Ciri und eure Verbündete an. Bringe sie alle her. Es gibt einige, die dir noch einen Gefallen schulden. Sind auch hübsche Frauen dabei? Keine anderen. Und? Was habt ihr vor? Ich muss mich um Avalach kümmern. Ohne sanfte magische Behandlung wird er sterben. Wenn ich ihm helfe, besteht Hoffnung. Nicht viel, aber besser als keine. Die Jungs und ich werden überlegen, wie wir die ungeladenen Gäste begrüßen. Na gut, Zeit, dass ich mich auf den Weg mache. Viel Glück, Wolf. Und grüße Cirilla lieb von uns. Komm bald wieder zurück. Könnt ihr bald selber machen. Heftig geile Quest-Story, wie auch immer. Bitte Freunde um Unterstützung im Kampf gegen die Wilde Jagd. Geh nach Skellige. Alles klar, das heißt, wir sind hier in Kaer Morhen erstmal fertig, so wie mir das scheint. Hatten wir jetzt hier noch Fragezeichen? Da sind tatsächlich welche. Ich glaube, die arbeiten wir noch ab. Da sind ja nur zwei. Ja, machen wir. Okay, und erste und wichtigste Frage, Geralt, wo zum Teufel sind deine Schwerter? Im Inventar, da liegen sie gut.
So, also der Plan steht, Waffenbrüder-Skelett. Ja, okay, wir kriegen natürlich die Quests dafür. Novigrad, genau, wir werden die alle zusammentrommeln, weil wir brauchen ordentlich Manpower. Ich frag mich ja, wie der Avalach jetzt verflucht worden ist. Also, wie ist der zu Uma geworden? Wer hat den verflucht? Der ist ja selber offensichtlich ein ganz passabler Magier. Also, wer verflucht den denn, ey? So. Hier waren Wegweiser und ich glaube, an dem See war auch einer. Jawohl. Dann wieder aufs Boot, weil wir in Skellige nicht genug davon gehabt haben. So, erst hier. Leute, ich habe so Bock auf die zweite Staffel Witcher, ey. Wird Zeit, dass sie endlich kommt auf Netflix. Okay. Kann sein, dass ihr gerade mal kurz kein Signal hattet. Warum auch immer. Hier sind drei Bären. Ja, lass los, Geralt, danke. Ja, wie kommen wir da hin? Hier durch. Das ist doch bestimmt ein Monsternest. Oh, ein Waldschrat. Schönen guten Tag. Ich glaube, ich sollte eher Stahlschwert nehmen und die Wölfe wegmachen, ey. Oder vielleicht einmal Igni einfach auf die Wölfe. Das dürfte schon fast reichen. Jetzt hat er Waffe gewechselt. Der kriegt kaum Schaden dadurch. Nein, 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 halt das Schwert. Scheiße. Ist er tot, ja? Nice! Ordentlich Loot. Dann geht das jetzt weiter. Können wir da vielleicht hinlaufen? Ich glaube, ganz ehrlich, wir sind schneller, wenn wir hier laufen und dann hier rüber schwimmen einfach. Und dann gehen wir da rein. Erstmal kurz meditieren, damit wir voll sind. Oh! Pff, okay. Wir sind wach. Was macht er? Heult erstmal. Gut. Ja, ich bin gerade am Überlegen, ob wir dann vielleicht, wo wir jetzt eh nochmal ordentlich reisen müssen, ob wir dann vielleicht erstmal hingehen und ein paar Fragezeichen auch noch machen oder ein paar Nebenquests, Hexeraufträge. Mal schauen, was so geht, ne? Ach ja, beruhig dich. Da ist eine Ruine. Vielleicht gibt es hier was. Verfallener Wachturm. Ah, nice, ein Wegweiser. Oh, hier, guck mal. Tagebuch.
Ja, ich schreibe in höchster Eile und ich habe da in höchster Eile gelesen. Wolfsilberschwert, nice. Ah, Wolfenschulenausrüstung. Aha, aha. Mario, ihr seid Stufe 5, kommt her. Ja, ja, ich weiß. Einmal kurz gedrückt gehalten. Das war's. Ach, jetzt sind wir schon am Ende hier, aber ist ja nicht schlimm. Dann können wir hier rüberlaufen. Verdammt. Ich hätte noch ein Stück weiter hochlaufen sollen. Na gut. Dann gehen wir direkt wieder hoch. Neckars! Lange nicht mehr gesehen. Hallo! Necker Krieger, ja, komm. Du darfst auch noch. Schöner sollte, ey. Mann, wir brauchen rote Muttergene, nicht immer grüne. Wow, 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 beruhig dich. Weiß immer noch nicht, ob das vom Gegnertyp abhängig ist, welche Mutagene die jetzt droppen. Weil jetzt habe ich gerade auch grüne und ein blaues gekriegt. Aber anscheinend können die alle droppen. Oh, guck mal hier. Oh, huch. Nummer 1. Ja, ich hoffe, du liegst bequem. Hier war doch gerade noch ein zweiter, wo ist er? Ja, komm doch, ja. Kommst du bitte hoch, du kannst fliegen. Ja. Okay. Dann nicht. So, wir hatten hier drüben jetzt den nächsten. Vielleicht die beiden Höhlen auch noch. Keine Ahnung. Nee, nee, nee. Komm, wir gehen zurück. Nicht, dass wir da jetzt umsonst hinrennen. Zur Not können wir das immer noch machen. Boah, das Tal hier ist übel, ey. Ja, komm. Bist du alleine, ne? Ja, ganz gut. Neckerblut, Neckerblut, Neckerherz. Danke, danke, danke. Kein rotes Mutagen. Blaues, toll. Falsche Farbe. Ich rap mal eben. Ja, komm her, wenn du willst, wenn nicht, lass es. Gut. Hat sie erledigt. So. Dann, wo gehen wir als erstes hin? Das ist die Frage. Wir müssen überall hin. Skellige haben wir halt nur übel viel zu tun. Alter, boah, wenn ich die ganzen Fragezeichen hier sehe, ne? Machen wir erst Skellige. Boah, was ist hier los? Ja, ich würde echt gerne mal wieder, ich hoffe, das ist okay für euch, ein paar Fragezeichen abarbeiten. Lass uns mal hingehen. Ich reise hier hin, nimm mir das Boot und dann machen wir die hier alle.
Das sind einige, ey. Der Fluch, der auf Uma lastete, erwies sich als knifflig. Doch Yennefer und die Hexer schafften es, ihm beizukommen. Der hässlichste Mann der Welt erwies sich nicht nur als Elf, sondern als elfischer Wissender. Avalach, so hieß er, war ein Elfenmagier, der Ciri bei der Flucht vor der wilden Jagd geholfen und sie dann auf der Nebelinsel versteckt hatte. Ich würde sagen, wir suchen auch erst nach... Also, warte mal, wir haben jetzt hier ein paar Questziele markiert. Ja, genau. Die Nebel... Ach so, okay, der zeigt uns nur, dass wir zur Nebelinsel sollen. Aber das wollen wir ja noch nicht. Wir nehmen uns jetzt das Buch und machen die Feuerzeichen. Scheiße. Keiner gesehen. So. Where to begin? Erst das, dann hier so rum. Ja, okay, machen wir. Oh Gott, jetzt könnten wir natürlich wieder mit einigen Sirenen zu tun haben. Ja, und da sind sie schon. Fahr direkt weiter, Gerald. Scheiß auf die. Wir fahren ran, steigen aus und locken die im Bestfall alle unter Wasser. So, halt an, halt an. So geht auch. Also wenn ihr alle so kommt, ist mir das auch recht. Ja, da habt ihr, glaube ich, wenig Bock drauf. Ja gut, dann... Ich kann halt, du kannst halt nicht springen. Wenn du im Kampf bist, kannst du einfach nicht springen. Wo ist meine Armbrust? Wieso hat der alle Waffen abgelegt? Ja, den jetzt nochmal treffen können. Oh, das ist so scheiße, ey. Ja, ich meine, Gott sei Dank macht die Armbrust ein bisschen Schaden. Da war noch einer, ne? Ja. Nice. Nice, da hinten noch. What the fuck? Alter, hab ich mich erschrocken. Da ist einfach ein Wal, ey. Boah, ich schwöre euch, unter Wasser ist so unheimlich. So, next haben wir gesagt, nach Osten rüber. Das ist ein Stück, aber gut. Ob wir das jetzt oder später machen, Leute. Wer sich in der Mathematik auskennt, kennt das Verschiebungsgesetz. Läuft alles auf selbe hinaus. Huch. Ja, gib Gas, Gerald. Eine Seefahrt, die ist lustig, eine Seefahrt, die ist schön.
Finde ich auch immer geil, so Quests, wo du dir halt die Unterstützung suchen musst oder suchen kannst. Oder dann eben mehrere Spielfiguren, NPCs mit einbeziehst. Dort finde ich immer geil. Oh! Ein verlassenes Schiff. Ohne fliegende Kackviecher oder... Einfach so steht hier ein Schiff, da muss doch was passiert sein. Können wir das nehmen? Er hat kein Segel, verdammt. Okay, ich habe irgendein Vieh hinter mir. Muss ich da drauf oder... Hallo? Kackvieh. Kannst du da drauf, Geralt? Oh, er ist gerade im Kampf. Kannst du da hoch? Jo, er kann hier hoch. Junge, hier liegt einfach nur irgendein Schundes drauf. Wer belädt denn sein Schiff mit Scheiße? Und lässt das dann stehen? Boah, ich krieg direkt wieder Phobie, Alter, wenn ich tauche. Nice, haben wir das auch. Ja, du kannst auftauchen, Geralt. Danke. Weiter geht's. Und zwar hierhin. Huch. Ich habe irgendwas gerammt, was auch immer, und dabei ist vorne das Stück weggebrochen. Also ohne Regen wäre das auch ein bisschen amüsanter. Da hinten steht noch so ein verlassenes Schiff. Ist das auch ein Fragezeichen? Ne, das müsste irgendwo hier stehen, okay. Aber ein gutes Zeichen war ja auch, dass wir in Kaer Morhen auch eigentlich keine Probleme hatten. So vom Level her oder dass die Viecher zu stark wurden oder so. War ja gar nicht der Fall. Was sehr, sehr gut ist. Ja, leg mal hier an. Viecher scheinen keinen Bock auf uns zu haben. Freut mich. Das wird mit Sicherheit nicht alles gewesen sein. Das auch nicht. Nö. Okay. Hier sehe ich aber auch nichts mehr. Lass mal die Viecher kommen. Ja, da liegst du gut, ey. Ja, ich finde aber auch, das haben sie aber fair gemacht, ne? Guck mal, jetzt macht die Armbrust ja nur einen Bruchteil Schaden von dem, was sie auf See macht. Und da sind die Entwickler halt schon hingegangen und haben sich gesagt, pass auf, damit das nicht allzu zum Kotzen ist auf See. Machen wir das ein bisschen stärker, ey. Das ist aber echt ein guter Move gewesen. Komm doch her, mal. Wieso fliegen hier weg, die Viecher? Ja, komm. Ja, dann bleibt doch da, mein Gott. So,
Wir nehmen mal eine Katze. Kann man da vielleicht reinschwimmen irgendwo oder so? Nee. Ach, warte mal, hier ist noch alles. Floren. Nice. Thyssen-Rüstung, oh. Ja, das war's. So, und der nächste war auch an der Insel. Wir nehmen aber das Boot mit. Nein. Guck mal, jetzt macht das nämlich wieder Hälfte Schaden ungefähr. Nice, geil. Ja, du sollst das Steuer übernehmen. Kann ich eigentlich fahren, während er am Steuer... fahren. Kann ich schießen, während er am Steuer sitzt? Jo, kann ich. Ach, dann ist das ja noch geiler. Ja, komm hoch. Kriegst noch einen Bolzen. Und dann war gut mit dir. Oh nein, das Vieh kommt angetaucht. Das Vieh kommt angetaucht. Okay, auf einmal ist es aus dem Wasser, ja gut. Hauptsache, das ist jetzt tot. Huch! Nein! Bitte nicht stuck, oh Gott sei Dank. Nur überleg mal, du bleibst hier stecken. Das wäre richtig scheiße. Schwimmt mir schon wieder irgendwas hinterher. Not. Stark, Geralt. Unter Wasser hat er noch getroffen. Mal hier nochmal eine Katze rein. Ich hoffe nur, dass gleich der Inventar nicht voll ist, ey. Zack. Easy. So, wo war der nächste? Der nächste Fragezeichen. Da, dann den und den nehmen wir auch noch mit. Der ich bleibe auch dann einfach bei der Fragezeichen. Ja, Gas. Kann ich auch am Boot meditieren? Ja, man, stark. Doch nicht so stark. Komme ich da durch? Zwischen den Felsen da oder? Doch, ich glaube, das ist Wasser. Oh, what the fuck? Fast vorbeigesegelt. Da sehe ich eine Truhe. Nice. Das ist halt wirklich nur lästige Arbeit im Prinzip. Klar sieht man was von der durchaus schönen Welt, aber im Prinzip ist das ja nie eine Herausforderung, hier die scheiß Fragezeichen abzuschließen. Und wie gesagt, ich will halt vermeiden, dass wir das alles, dass wir wirklich am Ende des Let's Plays so 2-3 Folgen haben, wo du wirklich nur Trockenfragen abarbeitest. Das finde ich dann echt kacke, glaube ich.
Ich hoffe ja auch jetzt nicht, dass wir zufällig, weil wir gerade hier zwischen den ganzen Inseln herfahren, zur Nebelinsel kommen oder so und dann aus Versehen die Hauptquest weitermachen. Aber ja, entweder werden wir es rausfinden oder nicht. Aber ich habe das Gefühl, dass nachts weniger Sirenen kommen auf See. Weil wenn ich mich an die letzte Folge da zurückerinnere, ich weiß nicht mehr genau, welche das war. Ey, da bist du ja keine 100 Meter ja, gesegelt und dann kamen wieder irgendwelche scheiß Sirenen. Ja. Wie schmeckt dir das, Silver? So wie jetzt. Okay, so, mein Gott, das hätte ich auch mal vorher rausfinden können mit der Armbrust. Ja, lass los, Geralt. Reicht, du hast genug Bolzen verschossen. Komm her. Komm bitte her. Danke. Alter, wie man einfach nix sieht. Ich habe auch keine Katze mehr. Wir müssen mal eben so klarkommen. Nein, ich trage zu viel. Höchststrafe. Schmeiß weg den Schulz. Nein! Ho! Ho! Junge, wo ist mein Loot? Gott sei Dank, das schwimmt hier. Ich habe einfach mein Schwert weggeworfen. Alter. Das hätte fatal werden können. Ja, jetzt wäre gut eigentlich zu verkaufen, aber wir müssen halt erstmal nochmal hier looten. Das heißt ja, es ist theoretisch auch unmöglich, dass du die alle hintereinander wegmachst, weil du musst zwischenzeitlich halt immer wieder zu irgendeinem Kaufmann gehen. Und in dieser Folge befolgen wir mal den Rat von, ich weiß nicht mehr ganz genau, wer es kommentiert hat, der sagte, dass alles unter Orange lässt da liegen. Und jetzt weiß ich warum. So, ein noch, naja, das machen wir jetzt noch hier oben, ja. Obwohl, das, guck mal, wo wir gerade hier sind. Ah. Ja, weil da kommst du halt relativ schnell vom Hafen wieder hin, aber das eine, da haben wir halt jetzt den halben Weg schon zurückgelegt. Komm, machen wir, da tut mir jetzt leid, 1000 Fuß einfach, aber dann haben wir es weg. Könnte auch sein, dass ich mich dazu entscheide, dass wir erstmal, ja, nicht alles, aber so gut wie alle Hexeraufträge, alle Nebenquests machen, bevor wir die Quest mit der Nebelinsel überhaupt erst anritzen. Aber mal schauen, wie wir Bock haben. Wir haben halt auch noch die beiden Add-ons, die wir jetzt auch, glaube ich, noch gar nicht angeritzt haben. Sind das denn komplett eigene Welten? Also spielt sich der Großteil des Add-ons dann wirklich nur in der eigenen Map ab? Dann können wir ja wirklich noch nicht viel davon haben. Weil auf einer neuen Map war ich jetzt noch nicht. Das, was ich jetzt erlebt habe bisher im Let's Play, haben wir auf jeden Fall, oder habe ich früher, damals, als ich Witcher durchgezockt habe, auch gehabt.
Da hinten sehe ich schon einen Mast. Ich glaube, wir sind gleich da. Wäre natürlich geil, wenn hier ein Wegweiser wäre. Aber wir könnten ja auch vom Boot aus, kannst du halt an die Häfen reisen. Skellige Nava. Sieht das hier zufällig nach einem Wegweiser irgendwo aus? Da kann man auf jeden Fall anlegen. Da ist eine Bucht. Könnte halt echt gut sein, dass da was ist. Hier steht einfach wieder so ein gottverlassenes Schiff. Oh nein, hier sind Ertrunkene, glaube ich. Kannst du da hoch, Geralt? Ich schätze, das ist ein Nein. Nein! Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Nein. Es tut sich gar nichts. Der singt auch nicht, oder? Singt der langsam wenigstens? Scheiße. Ah, was ein Scheiß. Der reagiert auf gar nichts. Ich kann machen, was ich will. Ja, ich kann Wasserflaschen trinken, okay. Guck mal, wir können so wenigstens in das Boot reingucken. Das war der Plan. Scheiße, Mann. Letzter Spielstand. Ich hoffe, das ist nicht allzu lange her. Der Fluch, erwies sich als knifflig. Doch das ist halt ärgerlich, wenn du schon die Drecksarbeit machst mit dem Fragezeichen und dann wirst du noch stuck. Oh, Gott sei Dank, wir sind direkt dran, ey. Frage ist halt, müssen wir aufs Schiff für den Loot oder reicht das hier nebenbei? Also hier irgendwo nebenan. Was macht ihr denn da? Schwimmt ihr synchron oder was? Ja, er schießt die doch einfach, Geralt, diesen One-Hits. Ne, da hinten ist der Loot. Okay, da weiß, wir müssen gar nicht aufs Schiff. Okay, noch wiegen wir nicht so viel. Jetzt wiegen wir zu viel. Schwimmt der dann auch langsamer? Oh ja, auf jeden Fall. Ich schmeiß weg den blauen Schund hier und das normale sowieso. Ja. Oh, jetzt wäre halt geil, wenn hier ein Hafen oder ein Wegweiser wäre, damit wir hier direkt wieder hin könnten. Wo ist ein Ertrunkener? Gott sei Dank hat sich das schnell behoben mit dem Bug oder Glitch, wie auch immer. Ich weiß gar nicht, ob ich Uhr angemacht habe. Ja, ja, habe ich, okay. Ist auch gleich zu Ende die Folge. Komm, bitte gib mir hier einen Wegweiser oder einen Hafen oder irgendwas. Steig aus, Geralt. Da ist der Wecker. Ich guck noch mal eben hier eben ganz schnell lang, ob wir jetzt einen Wegweiser haben. Aber das sieht ganz schlecht aus. Hier könnte irgendwas sein. Okay, hier liegt ein Totenhaufen und eine Truhe steht hier dran. Stahlblech. Das hilft mir gar nicht. Ist hier irgendwie ein Weg auf der Insel? Nee, Mann, hier ist gar nichts. Ja, okay, Leute, dann machen wir aber hier Schluss. Ich werde jetzt nochmal zum Boot zurückrennen. Dann werden wir in der nächsten Folge hier anknüpfen. Und ich meine, warte mal, hier war noch ein abgelegenes Fragezeichen. Das da. Das machen wir dann auch. Das nehmen wir dann auch mit. Und dann reisen wir wieder in irgendeinen Hafen zurück mit dem Scheißboot. Und dann haben wir, glaube ich, erstmal wieder genug Fragezeichen gemacht. Alles klar, Leute, ich bedanke mich, dass ihr bei der doch sehr trägen Folge dabei wart. Und wir sehen uns dann morgen wieder. Haut rein, bleibt sauber und gesund. Bis dahin.